ist Fabian Steinicke. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Namen der 27 Initiativen der Dossiergruppe und des Initiativenforums Stadtpolitik Berlin zur Vorstellung und Veröffentlichung des mietenpolitischen Dossiers 2021. Schön erstmal, dass Sie, ihr alle da seid. Ich würde jetzt nur kurz ein bisschen was zum Ablauf sagen. Gleich wird Melanie Dück fürs INI-Forum ein bisschen was zum Hintergrund des mietenpolitischen Dossiers erzählen. Dann wird Lorena Jonas von der Initiative 23 Häuser sagen Nein einen kleinen inhaltlichen Input zum Dossier geben. Danach Wolfgang Mahnke von der Mieterwerkstatt Charlottenburg und am Ende noch Lisa Vollmer von Stadt von Unten. Und da sind wir dann ungefähr bei knapp 30 Minuten wahrscheinlich. Im Anschluss hätten wir dann noch Zeit für Fragen, falls Sie Fragen haben. Und im Anschluss, falls Sie auch noch Detailfragen haben zu den 22 Beiträgen, die im Dossier inhaltlich vorhanden sind, sind auch Vertreterinnen von den Initiativen da. Die könnten ja vielleicht mal kurz ein Handzeichen geben, wer sozusagen von den Initiativen heute da ist. Und wären dann auch noch für Rückfragen bereit im Anschluss. Aber sozusagen nach der Fragerunde wäre sozusagen der offizielle Teil erstmal vorbei. Und genau, ich würde dann jetzt erstmal abgeben an Melanie. Dankeschön. Das mietenpolitische Dossier 2021 veröffentlichen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. 27 Initiativen haben in den letzten 5 Monaten mit großem Engagement diese sehr gehaltvolle und ästhetische Broschüre erstellt. Sie haben ihre Fachexpertise in vielfältigen Beiträgen gebündelt und darin analysiert, was seit Jahren mietenpolitisch und stadtentwicklungspolitisch an Problemen in Berlin das Leben der Menschen sehr schwer macht. Und zwar aus der Perspektive der MieterInnen, der Nachbarschaft und der Zivilgesellschaft. Sie stellen konkrete Lösungsansätze vor, die die Landesregierung sofort umsetzen kann und die bis in die Kiezebene gegen die Gentrifizierung wirksam werden. Die Forderungen, die die Dossiergruppe daraus ableitet und heute hier veröffentlicht, stellen einen Arbeitsauftrag für die Regierung dar, die im September gewählt wird. Mit diesem Ansatz schließen wir an das mietenpolitische Dossier, an das erste, das wir 2011 veröffentlicht haben. Und zwar nach der damals wunderschönen großen Demo gegen den Mietenwahnsinn. Und das Dossier 2011 haben wir, ich war dabei und ich bin auch sehr, sehr beeindruckt davon, dass wir 10 Jahre später immer noch hier stehen und weiterkämpfen. Wir haben es der Regierungskoalition damals zu den Koalitionsverhandlungen überreicht im Roten Rathaus. Es sind immer noch viele dabei. Einige sind nicht mehr dabei und haben aber bis zu ihrem letzten Tag mitgekämpft. Es war für viele Initiativen damals der Auftakt für einen nunmehr 10 Jahre andauernden mietenpolitischen Kampf um bezahlbare Mieten, für eine sozial gerechte Stadtentwicklung, für Menschlichkeit und Nachbarschaft in Berlin. Die Dossiergruppe wurde damals von der Politik bestaunt, aber auch belächelt und manchmal eiskalt abserviert. Die Inis haben trotzdem unbeirrt all die Jahre weiter gekämpft und gearbeitet. Sie haben gekämpft um ihre Wohnungen, um ihre Kieze, um das Stadtgrün, um die NachbarInnen, um Gehör, um Mitbestimmung und immer um sofortige Hilfe gegen Verdrängung. Sie haben sich organisiert und verbündet. Sie sind dran geblieben und haben eine eigene Expertise erarbeitet. Sie haben vor allem immer wieder bei jeder Gelegenheit Tag und Nacht der Politik und der Gesellschaft gezeigt, wer sozial und gerecht sagt, muss nicht nur mit uns, mit den Initiativen reden, sondern auch zuhören und anfangen, glaubwürdig für die Berliner Stadtgesellschaft Politik zu machen und zu handeln. Die Expertise und der Handlungsdruck kommen schon seit sehr vielen Jahren von unten, von der Zivilgesellschaft. Der Diskurs hat sich dadurch verschoben und auch die Politik hat gelernt. Dass die Dossiergruppe heute, nach 10 Jahren hier in so einem großen Bündnis, 27 Initiativen und darüber hinaus,
ein neues mietenpolitisches Dossier veröffentlicht und überreicht, das Vergesellschaftung von Wohnraum gerade im Moment von sehr vielen Menschen in Berlin politisch getragen wird, das genau in einem Monat eine große Demonstration gegen den immer noch anwährenden Mietenwahnsinn in Berlin stattfindet, und zwar mit bundesweiter Mobilisierung. Ich glaube, wir haben hier ein Plakat hinter uns. Das bedeutet, dass diese Bewegung sehr stark ist und eine sehr starke Organisierungskraft hat. Es bedeutet aber auch, dass selbst nach 5 Jahren rot-rot-grüner Politik steigende Mieten, Verdrängung, Zwangsräumungen und Diskriminierung immer noch zum Alltag von sehr, sehr vielen Menschen in Berlin gehören. Die Probleme sind bekannt und sie verschärfen sich. Die Angebotsmiete hat sich im Schnitt in den letzten 10 Jahren seit dem ersten mietenpolitischen Dossier verdoppelt, die Umwandlung in Eigentum verdreifacht. Der Bestand der Sozialwohnungen ist um 1/3 geschrumpft. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat konsequente Bemühungen sehr lange Zeit vermissen lassen. Berlin ist inzwischen ein weltweiter Immobilien-Hotspot. Gleichzeitig machen MieterInnen 80% der Bevölkerung aus. Die Politik beugt sich allerdings weiterhin den Interessen der FinanzinvestorInnen, und die MieterInnen bezahlen die Gewinne mit ihrer Miete aus oft sehr, sehr geringen Einkommen. Inzwischen haben die letzten Jahre gezeigt, dass ohne die MieterInnen und ihr Engagement in Berlin nichts läuft. Beispiele dafür sind der Mietenvolksentscheid, der Kampf um das Vorkaufsrecht, der Kampf gegen Zwangsräumungen, die Rekommunalisierung, der Kampf um bedrohte kulturelle Räume und die MieterInnen-Mitbestimmung. Die Selbstorganisation von MieterInnen ist nicht nur wichtig, sondern sie ist auch erfolg- und ertragreicher als der Top-Down-Ansatz der Berliner Politik. Es reicht. Das sagen die Initiativen schon seit sehr vielen Jahren. Es reicht. Es müssen sofort Änderungen her. Die Interessen der Wohnungswirtschaft können nicht länger einen höheren Stellenwert haben als die Belange der MieterInnen. Ambitionierte Projekte dürfen nicht am Klein-Klein der Verwaltung scheitern. Die Hinterzimmerpolitik muss endlich ein Ende finden. Die Vorstellung der Politik, dass das Mantra bauen, bauen, bauen und ein paar schöne Sätze, meistens von der Mietenbewegung abgekupfert auf den Wahlplakaten, ausreichend sind, um eine Lösung zu signalisieren, facht die Wut der Bewegung an. Wir brauchen nämlich endlich eine Wohnungspolitik im Interesse der MieterInnen. Das hören wir überall seit 10 Jahren auf den Straßen, im Abgeordnetenhaus, an allen Plätzen, in allen Nachbarschaften. Und das bedeutet ganz konkret, dass die Berliner Politik einen Mieten- und stadtentwicklungspolitischen Richtungswechsel einschlagen muss. Das Ziel muss sein, Wohnen ist gemeinwohlorientiert und bezahlbar. Und Mitbestimmung der Zivilgesellschaft ist eine Voraussetzung. Dafür ist dieses mietenpolitische Dossier da. Es dient der Politik dazu, ihre Hausaufgaben zu machen, zu studieren, welche Wege eingeschlagen werden müssen mit konkreten Lösungsvorschlägen. Und jetzt ist noch ein bisschen Zeit, deswegen haben wir diesen Zeitpunkt gewählt, um bis zur Wahl die richtigen Antworten zu formulieren und sich zu überlegen, wie die Umsetzung geht. Es dient aber auch der Zivilgesellschaft, allen Menschen, die sich interessieren, die, ob sie MieterInnen sind oder EigentümerInnen sind oder Besucher sind, BesucherInnen, das ist egal, denn die Stadt geht uns alle an. Und mit diesem Dossier können auch alle, die sich fragen, wo setze ich mein Kreuz bei der Wahl, nochmal informieren, was sagen denn die KandidatInnen zu diesen Themen. Es dient also auch sozusagen der Überprüfung, welche Inhalte in Berlin eine große Rolle spielen. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Dossier heute hier gemeinsam veröffentlichen, und überreiche jetzt an Lorena Jonas. Es folgen dann noch Wolfgang Manke und Lisa Vollmer als Sprecherin der Dossiergruppe.
Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Ware. Das ist ein ganz gängiger Spruch der Mietenbewegung, nicht nur in Berlin. Aber gerade weil er so altbewährt und gängig ist, vergisst man vielleicht manchmal, was er eigentlich meint. Er meint, Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis und jeder Mensch hat Recht auf angemessenen Wohnraum. Und dieses Recht für jeden Menschen wirklich zu verwirklichen, ist eine Staatsaufgabe und muss deswegen als eigenständiges politisches Ziel verfolgt werden. Und doch sehen wir, dass der Bereich Wohnen mit den Logiken und Mechanismen des freien Marktes organisiert ist und ja, den Kapitalinteressen einiger weniger ausgeliefert ist. Wohnen also schlichtweg zu einer Ware verkommen ist, die hochpreisig gehandelt wird, die mit Profitinteressen bewirtschaftet wird und die ja, im schlimmsten Fall auf der internationalen Börse spekuliert wird. Auf Kosten derer, die davon abhängig sind, um ihr grundeigenes Bedürfnis nun doch alleine zu stillen. Alleine, weil die Politik durch massenhafte Privatisierung und jahrelanger Deregulierung des Wohnungsmarktes sich selbst ihrer Handlungsmacht beraubt hat, mit der sie ihrer ureigenen Staatsaufgabe eigentlich hätte nachkommen müssen. Und dass sie dieser Aufgabe nicht nachkommt, das sehen wir wahrscheinlich am deutlichsten an den steigenden Zahlen von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Bei immer noch fast 70% des Wohnungsbestandes in privater Hand des freien Marktes verlassen wir uns nicht auf das neoliberale Dogma, der Markt regelt. Denn das Einzige, was der Markt wirklich regelt, ist, möglichst viel Spielraum zu schaffen für steigende Mieten, Verdrängung, Gentrifizierung, Diskriminierung und nicht zuletzt soziale Spaltung. Und das ist der Ausverkauf der Stadt. Der Stadt, die so zu einer riesigen Kapitalanlage verkümmert. Und in so einer Stadt wollen wir nicht leben, die wie so eine riesen Gelddruckmaschine, wie eine Bank aus Stein und Stahl funktioniert. Wir wollen eine Stadt, die wirklich für alle Menschen ein sicheres Zuhause bieten kann und ein bezahlbares Zuhause. Und eine Stadt, die wir mitgestalten können. Und dafür stehen wir als Dossiergruppe ein. Denn wir verstehen, wie viele andere auch, dass Wohnen ein Gemeingut ist. Und dieses Gemeingut muss politisch gesichert und verteidigt werden. Und dafür braucht es aber eine andere, eine gemeinwohlorientierte Organisation der Wohnraumversorgung. Wohnen muss langfristig und günstig gesichert werden und für jeden Menschen gleichberechtigt zugänglich gemacht werden. Und das ist möglich. Durch konsequente staatliche Regulierung des Marktes, durch die Bereinigung der Mieten, Immobilien und Bodenpreise von der Spekulation auf hohe Erträge und nicht zuletzt durch das sukzessive Herauslösen des Bereichs Wohnen aus dem privaten gewinnorientierten Sektor hin zu einem mindestens 50% gemeinwohlorientierten Sektor. Und dafür treten wir ein. Und so richten wir den Blick auf die Notwendigkeit progressiver und konsequenter groß angelegter Kommunalisierung und Vergesellschaftung, weil nur so die Landespolitik und auch die Bezirke endlich wieder die nötigen politischen Handlungsfelder zurückerobern kann und damit endlich wieder Souveränität über die Stadtentwicklung vor Ort für die Menschen vor Ort erlangen kann. Wir zeigen auch, wie das kommunale Vorkaufsrecht zu einem stärkeren Instrument werden kann, durch gut koordinierte und vereinheitlichte Verfahren und endlich den Mut, die Spekulationsspirale der hohen Verkaufswerte zu durchbrechen. Und wir streiten dafür, weil jedes einzelne Haus, das so dem Gemeinwohl unterstellt wird, ein Haus mehr ist, dessen MieterInnen vor den Renditegelüsten des privaten Marktes geschützt werden können. Es gilt ganz prinzipiell, die Wertschöpfungsketten im Bereich Wohnen zu durchbrechen. Aber die fangen nicht erst beim Hausverkauf an, die fangen schon viel früher an. Und deswegen schauen wir auch auf das Fundament der Wohnung, das Fundament des Hauses und der ganzen Stadt. Und das ist der Boden. Der Boden, der als unverzichtbare und unvermehrbare Ressource ganz besonders vor Spekulation und preistreibendem Handel geschützt werden muss. Der Boden muss selbst als Gemeingut geachtet und verstanden werden und darf deswegen nicht vermarktet werden. Aber auch dafür bedarf es erstmal großflächiger Kommunalisierung. Und apropos Wertschöpfungsketten, natürlich kritisieren wir auch die gängige, leider gängige Praxis der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, denn mit dieser Praxis ist die Verdrängung selbst zu einem großflächigen und äußerst lukrativen Geschäftsmodell geworden. Und auch wenn die Umsetzung des Baulandmobilisierungsgesetzes auf Landesebene jetzt sicherlich ein paar mehr Regulierungsmöglichkeiten schaffen wird, so reicht uns das nicht. Wir fordern
absolute, strengste Regulierung, keine Schlupflöcher mehr, keine Ausnahmen mehr. Wir fordern natürlich auch personelle Aufstockung, damit das Ganze überhaupt kontrolliert und verfolgt werden kann. Und letztlich fordern wir eine konsequente Eindämmung dieser Praxis. Unsere Kritik richten wir aber auch auf die spezifischen Formen der Vermarktung des Wohnraums im digitalen Raum. Durch die Quasi-Monopole der digitalen Wohnungssuchplattform wie Immobilien-Scout24 ist es fast unmöglich geworden, eine Wohnung zu finden, ohne auf diese Dienste der Plattform zurückzugreifen und dabei auch noch Unmengen an persönlichen Daten preiszugeben, die nur durch diese Plattform und deren Startups, die dahinter stehen, bewirtschaftet, zu Gewinn gemacht werden können. Und Airbnb und Co. entziehen dringend nötigen Lebensraum der Allgemeinheit und vermarkten diesen natürlich auch noch hochpreisig. Tatsächlich stecken dort auch börsennotierte RisikokapitalanlegerInnen dahinter. Wir zeigen, wie eine durchsetzungsfähige Regulierung möglich ist, tatsächlich möglich ist, und wie man diese Unmengen an Daten, die bei der Wohnungssuche produziert werden können, für das Gemeinwohl der Stadt und für die Kommunen nutzbar gemacht werden können. Und so komme ich abschließend nochmal zurück zu dem großen Ganzen, denn auch hier fordern wir einen konsequenten Perspektivenwechsel. Und wir richten den Blick auf die Formen der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, die oft unsichtbar passieren, aber die definitiv da sind. Weil auf dem Wohnungsmarkt alle Wohnungssuchenden miteinander in Konkurrenz gebracht werden, in Konkurrenz um die Suche nach diesem einen bezahlbaren Wohnraum, und viele nicht nur aus ökonomischen Voraussetzungen deswegen ausgeschlossen werden, sondern leider auch aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, die man vermeintlich nur am Namen ablesen kann, oder der Sexualität. Wir machen klar, dass ein sozialgerechter Zugang zu Wohnraum unbedingt mit dem Abbau von allen ausschließenden Hürden und der Diskriminierung einhergehen muss. Eine Stadt für alle, für die ja nicht nur wir, sondern mittlerweile eigentlich die Mehrheit der zur Wahl stehenden Parteien mit gut klingenden Slogans werben, so eine Stadt für alle muss auch eine Stadt sein, die für Schutzsuchende und für marginalisierte Menschen ein sicheres Zuhause sein kann. Und bei aller Kritik, die wir am freien Wohnungs- und Immobilienmarkt formulieren, kommt eine Sache aber nicht zu kurz. Nämlich ein Gegenmodell vorzuzeichnen und das Wort Gemeinwohl auch tatsächlich mit Inhalt zu füllen. Damit die politischen Entscheidungsträgerinnen von heute und von morgen endlich verstehen, dass keine wohnungs- und stadtpolitische Maßnahme irgendwas bringt, solange sie in der Logik des freien Marktes verhaftet bleibt. Denn der Markt ist schlichtweg nicht daran interessiert, die Ware Wohnen wirklich günstig und für jeden gleichberechtigt anzubieten. Das kann nur ein politischer Richtungswechsel hin zu einem wirklichen gemeinwohlorientierten Sektor des Wohnens erreichen. Und darin besteht der Auftrag, den wir der zukünftigen Landesregierung, aber auch jetzt schon den Kandidierenden erteilen. Die Mieten sind zu hoch, war eine Feststellung aus dem Dossier 2011. Es wird kaum jemanden wundern, dass eine der Feststellungen dieses Dossiers auch wieder ist, die Mieten sind zu hoch. Wenn wir uns ansehen, dass in Berlin über 50% der Haushalte einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, wird deutlich, dass diese Haushalte kaum Zugang zum Wohnungsmarkt, zu Wohnungen haben und dass sie diejenigen, aber dann auch schon saturiertere Haushalte, ständig von Verdrängung in ihren bestehenden Mietverhältnissen bedroht sind. Dass die Zugangschancen begrenzt sind, ist vor allen Dingen im privaten, also bei den Wohnungen, die private Vermieter anbieten, der Fall, weil selbst wenn die Mieter sagen würden, wir zahlen die geforderte Miete, dann ist immer noch der Vermieter, der sagt, er möchte aber auch Mieter haben, die dauerhaft die Gewähr bieten, die Mieten zu zahlen und auch die entsprechendes Potenzial für Mieterhöhung haben. Das heißt also, sie sind praktisch, faktisch draußen. Ähnlich ist es bei denen, die in festen Mietverhältnissen sind. Nicht nur die Haushalte, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, sondern auch wirklich mittlere Einkommen, saturiertere Haushalte, können sich ausrechnen, wenn die Steigerungen über das Vergleichsmietsystem weiterlaufen wie bisher,
wie lange Sie noch in der Lage sind, Ihre Wohnung zu bezahlen und wann Sie sich von der Wohnung verabschieden müssen. Das heißt also, dieses Vergleichsmietensystem ist nach wie vor ein Instrument zur ständigen Erhöhung der Rendite oberhalb der Lebenshaltungskosten. Es sind aber nicht nur private, profitorientierte Vermieter, sondern wir haben auch Defizite bei denen, die Sozialwohnungen vermieten, solange das Kostenmietsystem sich nicht verändert. Wir haben immer noch bei der Berechnung der Kostenmiete den Ansatz fiktiver Kosten. Fiktiver Kosten insbesondere bei den Fremdkapitalkosten, die festgeschrieben werden auf der Höhe des Anfangskredits und dann in der Kostenmiete bleiben, also die Verzinsung, bis zum Ende der Festschreibung. Und in der ganzen Zeit werden natürlich auch diese Kredite getilgt und diese Tilgung wird aber nicht berücksichtigt beim Ansatz der Zinsen für Fremdkapital. Und es gibt hohe Entschuldungsgewinne der Vermieter, die das machen, und der Eigentümer. Und letztlich haben sie eigentlich das Haus bezahlt bekommen von der Allgemeinheit, bevor eigentlich die Bindungsfrist abläuft. Das ist nach wie vor ein Punkt, der angegangen werden kann und angegangen werden muss. Und das ist schon überfällig seit nicht nur 10 Jahren, sondern eigentlich schon seit 50 Jahren. Ein anderer Punkt ist der Umgang des Senats als Gesellschafter der landeseigenen Wohnungsgesellschaften mit seiner Steuerungsfunktion. Die landeseigenen Gesellschaften haben sich jahrelang verstanden als Akteure auf dem Wohnungsmarkt, wie andere auch. Und sie wurden auch bestärkt, letztlich von der Finanzverwaltung. Das hat sich glücklicherweise etwas geändert, aber es ist immer noch schwierig und es ist auch die Verpflichtung letztlich des Senats als Vertreter des Eigentümers, dafür zu sorgen, dass also auch soziale Gestaltung in das Mietengefüge kommt. Die Möglichkeit hat er, solange die landeseigene Wohnungsbaugesellschaften das nicht von sich aus machen, kann er als Gesellschafter entsprechende Weisungen geben. Das alles haben wir in dem Dossier in verschiedenen Beiträgen festgehalten. Auch den Umstand beim letzten Fall, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sich auch mehr kümmern müssen oder überhaupt kümmern müssen, ein Kiezumfeld zu schaffen, bei dem auch die Gewerbe, die da sind, entsprechen den Bedürfnissen der dort wohnenden Bevölkerung. Also auch bei den Gewerbemieten nicht danach gehen, wer ist in der Lage, die höchste Miete zu zahlen, Starbuck oder irgendwer, sondern zu sehen, brauchen wir hier kleine Handwerker, brauchen wir andere kleinere Gewerbetreibende. Und das auch wirklich als Konzept des Vermietens zu machen. Es gibt eigentlich keinen Beitrag, in dem die Höhe der Miete keine Rolle spielt, aber ich hebe mal einige hervor, bei denen es besonders prägend ist. Das sind die Beiträge 1 und 2. Die finden sich ab Seite 16. Der eine ist überschrieben, bereinigt die Kostenmieten im sozialen Wohnungsbau. Der andere, Sozialwohnungen retten und Mieten deckeln. Dann geht es eigentlich weiter, wo wir auf die Diskriminierung kommen, die ja gerade beim Zugang eine große Rolle spielen. Berlin muss feministisch und diskriminierungsarm sein, das ist der 6. Beitrag. Dann gibt es einen gesonderten Beitrag für Gewerbemieten, Gewerbetreibende schützen. Da ist natürlich nicht bloß die Miete gemeint, sondern auch der Kündigungsschutz. Wir haben ferner dann das, was Lorena schon erwähnt hatte, aber was auch mit der Miethöhe letztlich zusammenhängt, Beitrag 14, den digitalen Wohnungsmarkt selbst verwalten und dann auch als grundsätzlicheren Beitrag dazu, 21, Boden rekommunalisieren, sozial nutzen und demokratisch verwalten. Und mit dem letzten Punkt, demokratisch verwalten, wären wir eigentlich schon bei dem Beitrag, den Lisa hält.
neben das Wohnen als Gemeingut organisiert sein muss und Bezahlbarkeit ist eben Demokratisierung unsere dritte zentrale Forderung oder Überschrift, die man über unsere vielen Forderungen schreiben könnte. Wir wollen wirklich mitbestimmen. Und zwar wollen wir das, weil wir Mieterinnen selbst am besten die lokalen Bedingungen kennen, weil mit unserer Miete gewirtschaftet, investiert, angekauft und neu gebaut wird und weil wir deswegen ein Recht haben, mitzubestimmen, weil wir selbst am besten für unsere Interessen einstehen können, weil wir als engagierte Mieterinnen dafür sorgen, dass die Mieten langfristig niedrig bleiben und Privatisierung verhindert wird. Na, der politische Wind kann jederzeit wieder drehen, aber wir stehen eben für unsere Interessen ein. Weil die Möglichkeit echter Mitbestimmung zu mehr Engagement führt und wir darüber soziale Strukturen und Zusammenhalt in den Nachbarschaften schaffen. Und weil wir die Nachbarschaft in ihrer Vielfalt kennen und miteinander gute Wege des Zusammenlebens finden in unserem Engagement, wenn wir auch die Prozesse mitbestimmen können, die unsere Nachbarschaft formen, wie Neubau, Modernisierung oder Gewerbevermietung. Und schließlich, weil wir durch Mitbestimmung demokratische Prozesse einüben und die gestärkt werden, was unsere Gesellschaft unserer Meinung nach bitter nötig hat. Wir haben ganz konkrete Forderungen, wie Mieterinnenmitbestimmung ausgebaut werden kann. Die beziehen sich einerseits auf Institutionen der Wohnraumversorgung und andererseits auf Verfahren und Entscheidungsprozesse. Und auf diese konkreten Forderungen will ich jetzt noch kurz eingehen zum Abschluss. Unsere Forderungen beziehen sich erstens auf die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen müssen demokratisiert werden. Mit dem Mietenvolksentscheid sind hier schon erste Schritte gegangen worden, es sind Mieterräte eingeführt worden und die Wohnraumversorgung Berlin ist als Institution geschaffen worden. Doch seitdem wehren sich die Unternehmen und vor allem auch die SPD gegen mehr Mitbestimmung. Die Aufnahme der Mieterbeiräte ins Wohnraumversorgungsgesetz und die Verankerung der Mieterinnenmitbestimmung wurde massiv bekämpft. Die Rechte und Zuständigkeiten der Mieterräte und der Mieterbeiräte müssen aber ausgebaut werden. Selbstorganisierte Häuserräte, wie sie zum Beispiel im NKZ oder in der Karl-Marx-Allee bestehen, müssen anerkannt werden. Und auch die Wohnraumversorgung Berlin muss demokratisiert werden. Dort müssen mehr Mieterinnen, Vertreterinnen in den Fachbeirat und der Einfluss der Immobilienwirtschaft muss reduziert werden. Das ist überhaupt nicht verständlich, warum die Immobilienwirtschaft da überhaupt eine Rolle spielt. Neben den landeseigenen Wohnungsunternehmen sind es die Genossenschaften, die wir als gemeinwohlorientierte Akteure fördern wollen und in denen es zu einem Demokratisierungsprozess kommen muss. Die Genossenschaften sind ein Ergebnis zivilgesellschaftlicher Selbstorganisierung. Über den Zustand ihrer inneren Demokratie gibt es allerdings einiges zu klagen, wie ein Beitrag in unserer Broschüre darstellt und hier muss eben mehr getan werden. Außerdem brauchen Genossenschaften auch mehr Förderung, um überhaupt bezahlbaren Wohnraum bauen zu können. Ein anderer gemeinwohlorientierter Akteur, wie die Hausprojekte oder Mietshäuser-Syndikat, sind von der Genossenschaftsförderung ausgeschlossen. Auch das ist eine unserer Forderungen, dass sich das ändern muss, weil eben gerade in solchen Hausprojekten, in Mietshäuser-Syndikaten und so weiter alltäglich Demokratie gelebt wird. Und diese Projekte müssen gefördert werden und ihre Prinzipien müssen auf andere Bereiche übertragen werden. Auch in vielen kulturellen Räumen wird Selbstverwaltung und Demokratie gelebt. Sie sind aber immer mehr von Verdrängung und Räumung bedroht, wie zum Beispiel die Potze oder in der Rummelsburger Bucht. Solche Orte brauchen Unterstützung in ihrem Kampf gegen Verdrängung langfristig und akut bei drohenden Räumungen. Auch die Verwaltung und die Nutzung von Boden muss demokratisiert werden. Unsere Forderung ist, dass öffentliche Grundstücke in einen Bodenfonds eingebracht werden sollen und dieser Bodenfonds soll paritätisch verwaltet werden von Vertreterinnen aus Politik und Zivilgesellschaft. Und dieser Bodenfonds entscheidet dann darüber, wie die Grundstücke und von wem die Grundstücke, von welchen gemeinwohlorientierten Akteuren natürlich genutzt werden. Neben den Institutionen, wie gesagt, wollen wir auch das Planungsverfahren und Entscheidungsprozesse von Mieterinnen dort mehr zu sagen haben, zum Beispiel eben beim Neubau. Wir finden, dass Nachverdichtungsskepsis nicht mit weniger Mieterinnenmitbestimmung oder Bürgerinnenbeteiligung begegnet werden sollte, sondern mit mehr. Durch wen wird was gebaut? Dazu haben eben Nachbarinnen und die Stadtgesellschaft Kluges beizutragen. In Sanierungsgebieten wird Bürgerinnenbeteiligung natürlich schon seit Jahrzehnten praktiziert und auch das war ein Ergebnis stadtpolitischer Kämpfe in den 1970er Jahren. Allerdings dürfen die Anwohnerinnen bei den wirklich wichtigen Fragen oft gar nicht mitreden, sondern zum Beispiel nur entscheiden, wo eine Parkbank steht.
Wo und von wem die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden, ist oft unklar. Die Meinung der Anwohnerin wird auf Flipcharts festgehalten und verschwindet dann in irgendeiner Schublade. Deshalb fordern wir frühzeitige Informationen, eine Pflicht der Bezirke zu den Forderungen der Mieterinnen auch Stellung zu nehmen und die nicht nur einzusammeln, das Recht der Anwohnerinnen in BVV-Sitzungen teilzunehmen und Anträge zu stellen. Und auch finden wir, dass in den Sanierungsbeiräten die Rolle der Mieterinnen gestärkt werden muss, im Gegensatz zu der der HauseigentümerInnen. Die Mieterinnenbewegung hat in den letzten Jahren oft auch direktdemokratische Instrumente angewandt, wie zum Beispiel Anwohnerinnenanträge, Bürger- und Volksentscheide. Die Ergebnisse müssen dauerhaft ernst genommen werden. Außerdem müssen die Bedingungen für diese, für die Anwendung von solchen Bürger- und Volksentscheiden verbessert werden. Ganz wichtig ist uns, dass alle Menschen mit Wohnsitz in Berlin, also auch die Mieterinnen ohne Wahlrecht, ohne Staatsbürgerschaft, bei Volksentscheiden stimmberechtigt sein sollen. Die Regierung darf Anträge nicht ewig liegen lassen, wie es in der Vergangenheit oft passiert ist, und so diese Entscheide ausbremsen. Ein Beispiel für ein Volksbegehren, dessen Ergebnis immer wieder angezweifelt wird, ist natürlich, dass das ums Tempelhofer Feld. Und hier wird gerne Wohnungsbau gegen das Stadtgrün ausgespielt. Wir fordern aber, dass Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zusammengedacht werden müssen und städtisches Grün geschützt werden muss. Wir, die Mieterinnen von Berlin, erwarten nicht nur, dass unsere Forderungen umgesetzt werden, sondern wir erwarten auch, dass wir an dieser Umsetzung beteiligt werden. Darunter verstehen wir Demokratisierung. Wir wollen nicht nur gehört werden, wir wollen wirklich mitbestimmen können. Genau, das ist unsere Demokratisierungsforderung. Und wie es weitergeht, dazu erzählt jetzt Melanie noch mal was. Und wir fordern alle PolitikerInnen auf, alle FachpolitikerInnen, sich damit zu beschäftigen und Antworten schon zu formulieren, denn es wird Wahlprüfsteine geben. Die werden demnächst veröffentlicht und auch der Politik zugeschickt und wir werden die Antworten einholen. Des Weiteren werden wir die Koalitionsverhandlungen, also nach der Wahl, sorgfältig beobachten und auch dort uns einbringen und wie immer nach den, vielleicht sind es diesmal 100 Tage Schonfrist der Koalition, damit sie in die Pötte kommen und dann aber, ne, weil jetzt ist die Zeit, jetzt schon beginnen, daran zu arbeiten. Wir kommen und holen die Antworten und um mich meiner Vorrednerin anzuschließen, wir wollen mitbestimmen. Und das bedeutet, es ist uns eben auch nicht egal, was wir da zu hören bekommen, sondern wir werden dann entsprechend reagieren. Ihr werdet sicherlich in der nächsten Zeit auch über soziale Medien weiter von der Kampagne erfahren. Und wie gesagt, die Demonstration, die wird in einem Monat viel Bewegung reinbringen. Und es gibt gerade sehr viele Aktionen in Berlin. Und ja, jetzt geht es los. Der Wahlkampf, da geht es jetzt um die Existenz von sehr, sehr vielen Menschen. Und wir sind dabei. Ansonsten haben wir natürlich auch sozusagen nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz hier noch Zeit zu sprechen. Aber ansonsten, falls Fragen sind, kann ich gerne das Mikrofon auch nochmal in die Runde geben. Ja, Erik Peter von der Taz. Dieses Dossier ist ja sozusagen eine Auflistung von Problemen. Deswegen würde mich interessieren, wie eure Bewertung der letzten 5 Jahre von Rot-Rot-Grün ausfällt. Waren das sozusagen vergebene Jahre, wenn sozusagen all diese Probleme jetzt immer noch bestehen? Ja, dazu haben wir auch was in der Einleitung und im Fazit geschrieben. Es waren keine vergebenen Jahre in dem Sinne, dass gar nichts passiert ist. Es gab in dem einen oder anderen Bereich den Versuch, zum Beispiel mehr bezahlbaren Wohnraum in den landeseigenen Wohnungsunternehmen zu schaffen. Aber all diese Bemühungen gehen erstens auf unseren Druck zurück, ohne dass wir den permanent machen, auch nicht nur in Wahljahren, sondern auch dazwischen. Diese Veränderungen, die es in den letzten 5 Jahren gab oder in den letzten 7 Jahren vielleicht, uns nicht weit genug. Die sind oft auch nur, also sind einerseits oft nur sozusagen bekämpfen die Symptome und nicht die strukturellen Ursachen und sind deswegen auch nicht wirklich langfristig ausgelegt. Ne? Also sieht man auch wieder bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen, es gibt dann vielleicht eine Kooperationsvereinbarung, die kann aber auch sofort wieder zurückgenommen werden. Warum hat die Regierung es nicht geschafft, ein Wohnraumversorgungsgesetz auch zu verabschieden in 5 Jahren? Das Problem des sozialen Wohnungsbaus ist immer noch nicht gelöst. Also das ist wirklich so eine never-ending story, wo nie etwas passiert. Die Bodenpolitik wurde eigentlich so gut wie gar nicht angegangen. Und ich denke, vor allem im Bereich der Demokratisierung ist sehr, sehr wenig passiert, weil das unserer Meinung nach natürlich auch die tiefgreifendste Veränderung wäre, wo ja auch die
die institutionelle Politik ihre Macht ein Stück weit aufgeben müsste und eben wirklich langfristige Sicherung von bezahlbarem Wohnraum dadurch möglich wäre. Das heißt, wir sehen, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial für die nächste Regierung, um anzuknüpfen an das, was bisher schon passiert ist. Will noch jemand was ergänzen? Ich würde nur einen Punkt ergänzen, und zwar, dass man, ich meine, Lisa Vollmer hat es gerade schon erwähnt, Dinge, die gelaufen sind, die vielleicht aus unserer Perspektive auch ganz gut gelaufen sind, wären nicht passiert ohne die MieterInnen, hätten sie sich das nicht eingefordert. Ich meine, natürlich, der Mietendeckel ist gescheitert aufgrund dieser Kompetenzfrage, womit ja im Endeffekt niemand so richtig gerechnet hat, dass man da vielleicht doch eher auf inhaltlicher Ebene vielleicht das Urteil vermutet hätte, aber okay. Aber dass sowas prinzipiell möglich ist, dass eine Landesregierung konsequent in den Markt eingreifen kann und regulieren kann und eine Kappung setzen kann, hier ist prinzipiell Schluss mit euren Möglichkeiten, Gewinn abzuschöpfen. Es ist prinzipiell möglich, wenn der politische Wille da ist. Und der Wille ist erzeugt worden durch die MieterInnen. Und ja, es ist super schade, dass es nicht geklappt hat, aber wir merken als Stadtgesellschaft, da ist was möglich, da kann sich was drehen. Man kann den Markt eindämmen, wenn man es nur will. Und da ist es uns zu wenig passiert, auch wenn man halt schaut, Neubau, man hat immer wieder bauen, bauen, bauen als Devise. Erstmal vertagt man damit das Problem auf irgendwann. Wir kennen den Bauüberhang, da passiert nichts schnell genug, da passiert vor allem nichts günstig genug. Man feiert das Berliner Modell mit 25% Sozialwohnung. Warum denn eigentlich 25%? Ich glaube einfach, wir müssen, und das war ja auch das, was wir so eingangs erwähnt haben, man muss die Politik dazu bringen, sich aus der Logik des freien Marktes zu lösen und wirklich ein anderes Modell anzustreben. Und davon sind wir noch weit, wirklich weit entfernt. Und wenn man so schaut, Genossenschaftsförderung, das sind so kleine Schritte. Wen gibt es denn eigentlich als gemeinwohlorientierte AkteurInnen? Wen kann man denn da einbinden? Zu wessen Gunsten wird ein Vorkaufsrecht mal gezogen? Wer kriegt staatliche Finanzierung dafür? Ja, LWUs, Genossenschaften hin und wieder. Aber dieser Wille, gemeinwohlorientierte AkteurInnen als Gesamtkonzept einzubinden, den gemeinwohlorientierten Sektor wirklich massiv auszubauen, das kann nicht einzelnen Baustadträten auf Bezirksebene überlassen. Gibt es denn in dem Dossier Ideen, die wirklich sozusagen jetzt neu sind, die jetzt nicht irgendwie schon seit Jahren im Raum stehen, sondern die irgendwie was ganz Innovatives sind? Das ist das Erste. Und letzte Frage. Glaubt ihr sozusagen, die Mieterinnenbewegung in Berlin, wie schätzt ihr das gerade ein, von ihrer Stärke her? Ist sie sozusagen auf einem selben Niveau wie vor 5 oder vor 10 Jahren? Damit vielleicht auch zusammenhängt, was erwartet ihr sozusagen, oder wie viele Teilnehmerinnen erwartet ihr für die Demo in einem Monat? Fallen wir zwei Ideen ein, die wirklich ganz neu sind. Und das ist einmal, was heißt das, ganz neu sind, die überhaupt erstmal nochmal in die Debatte gebracht werden. Das sind die Dinge zum digitalen Wohnungsmarkt. Das ist mittlerweile, also es ist immer noch eher so eine kleine Nischensache, die man sich nicht so häufig anschaut, muss man aber. Das sind ja die Dinge, die ich so im Eingangsstatement erwähnt habe. Ich habe da mal ein paar Zahlen von dem Beitrag aus Bündnis Digitale Stadt rausgesucht, die mich selbst erschreckt haben, als ich den Beitrag gelesen habe. 228 Euro pro Jahr zahlen MieterInnen in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg zusätzlich alleine wegen Airbnb. Und das ist wegen dieser quasi monopolistischen Wohnungsplattform aus dem Silicon Valley, die ist zu 17%, das hat eine Studie gezeigt, zu 17% verantwortlich für die Mietsteigerung in diesen Berliner Innenstadtbezirken zwischen 2013 und 2015. Das ist horrend, wie der Einfluss ist. Da mal wirklich regulierend reinzugehen und die Verknüpfung mit der Datenebene zu machen. Ich meine, Daten, die erhoben werden, sind ja nicht prinzipiell schlecht, sondern die kann man
nutzbar machen für die Allgemeinheit. Das hat man in Debatten manchmal in so Verkehr, so wenn man ein Uber bestellt, da hat man das immer mal diskutiert, welche Wegen werden eigentlich gefahren, kann ich das da nutzbar machen für den Ausbau der Buslinie oder sowas. Und das mal auf dem Wohnungsmarkt zu diskutieren, das ist tatsächlich unserer Meinung nach noch eine Nischendebatte und da hat Bündnis Digitale Stadt einige wirklich gute Antworten parat, wie man das denn eigentlich für das Gemeinwohl wirklich nutzbar machen kann. Und die zweite konkrete neue Forderung ist, konzentrierte Kommunalisierung tatsächlich möglich zu machen. Wir haben schon den Berliner Bodenfonds gehört. Wir haben aber auch Ideen einer Landeseinkaufsanstalt im Zuge des Vorkaufsrechts beispielsweise. Eine Anstalt öffentlichen Rechts beispielsweise, die Anstalt öffentlichen Rechts diskutieren wir jetzt bei Vergesellschaftung, aber es kann auch einfach eine Anstalt geben, die sich wirklich mal konzentriert darum kümmert, Wohnungen, Immobilien, Grundstücke in Massen zu kommunalisieren, zurückzukaufen, um eben diese ganze stadtpolitische Souveränität wieder zurückzuerhalten. Und das ist zum Beispiel eine Forderung im Text zum Vorkaufsrecht. Damit es nicht diese Streitereien, wer kriegt welche Landesfinanzierung, nein, das Land Berlin kauft und über Erbbauverträge, über Erbpacht werden unterschiedliche gemeinwohlorientierte KäuferInnen so im Nachgang gefunden. Da muss man sich nicht immer streiten, wer kriegt wie welche Finanzierung. Man muss einfach mal so ein bisschen think big, würde ich sagen. Und ja, und ich glaube, du magst noch was ergänzen. Entschuldigung. Feministisch enteignen und die Clearingstelle, die Taskforce ja, für soziale und kulturelle Projekte, das sind ganz neue Beiträge und da kann man sich nochmal informieren, welche Ideen es gibt, um wirklich Berlin diskriminierungsfrei und das bedeutet nämlich nicht, ne, Feminismus schließt nicht aus, es bedeutet auch antirassistisch und generell diskriminierungsfrei die Stadt zu gestalten. Und ja, die Taskforce ist auch sehr interessant, weil es ja sozusagen um eine Schnittstelle geht, wo Projekte, Gruppen, die Plätze nutzen, Räume nutzen und wenn sie dort verdrängt werden, gibt es sozusagen oft eher die Ohnmacht. An wen kann man sich wenden als Projekt, als bedrohtes Projekt? Und da hat Bucht für alle eine Idee entwickelt, die eben eine Schnittstelle zwischen den NutzerInnen, den Menschen, die das organisieren und unter anderem eben auch Politik und Verwaltung darstellen. Und das war in der Bucht für alle ja auch sehr interessant, weil da sehr oft auch Menschen, die kein Obdach haben, gewohnt haben und es kam zu Räumungen. Also es geht da um eine sehr breite Perspektive an diesen öffentlichen kulturellen Räumen. Vielleicht noch auf Ihre zweite Frage einzugehen, wie geht es der Mieterinnenbewegung in Berlin? Genau, ich finde, es ist auch eine richtige Diagnose zu sagen, manche Forderungen müssen halt seit 10 Jahren gestellt werden, die haben sich auch nicht geändert und so ist es einfach. Wenn die nicht erfüllt werden, stellen wir die halt weiter, machen wir auch in weiteren 10 Jahren noch, wenn die Politik nicht in die Pötte kommt. Ich denke aber, dass wir das jetzt deutlich kraftvoller tun als vor 10 Jahren. Auch dieses mietenpolitische Dossier zeigt das, finde ich, schon ganz gut. Das vor 10 Jahren, da hat noch jede Initiative alleine ihren Beitrag geschrieben. Jetzt haben sich eben auch verschiedene Initiativen zusammengetan und haben sozusagen ihre Forderungen, waren in der Lage, ihre Forderungen gemeinsam zu Papier zu bringen. Also wir sind besser vernetzt. Wir sind auch viel mehr als vor 10 Jahren. Also es entstehen ja am laufenden Band neue Initiativen in Häusern, in Siedlungen von Menschen, die betroffen sind. Wir werden auch im Gegensatz zu vor 10 Jahren, denke ich, ernster genommen von der Politik, auch von den Medien und haben uns weiterhin immer mehr Expertise angeeignet. Eine Stärke der mietenpolitischen Bewegung zeigt sich auch im Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, auch überregional. Und das, denke ich, ist auch noch eine weitere Stärke der Berliner Mieterinnenbewegung, dass sie sich auch zunehmend bundesweit vernetzt. Weil wir wissen auch, die Landesebene, mit der wir dieses Mietendossier hier angehen wollen, ist nur eine von den politischen Ebenen. Die Bundesebene muss eben auch mehr in den Fokus genommen werden. Deshalb ja auch die Demonstration, die bundesweite Demonstration im September. Ich wage jetzt da keine Zahlprognose abzugeben, aber natürlich wird es groß und großartig und fantastisch. Wir haben ja das Problem mit den Bodenpreisen, dass sie enorm gestiegen sind in den letzten, ich sag mal, 8 Jahren. Es steht ja auch hier drin, wie stark sie gestiegen sind, vor allem in Friedrichshain, Kreuzberg und in Mitte.
Und der Ansatz, der jetzt gerade auch neu diskutiert wird, ist, wir müssen halt zu einer anderen Bewertung des Bodens kommen. Also wir brauchen eine andere Verkehrswertermittlung oder eine Wertermittlung des Bodens. Und da gibt es Ansätze auch aus anderen Kommunen, vor allen Dingen sogenannte residuale Wertermittlungen. Also wo geguckt wird, was können die zukünftigen Mieterinnen in den Neubauten auf den Grundstücken erwirtschaften an Geldern, und das soll die Grundlage werden, entweder für die Bemessung des Erbbauzinses, also bei der Vergabe von Erbbaurechten, oder grundsätzlich überhaupt für die Verkehrswertermittlung der Grundstücke. Da wird immer von der Politik gesagt, das ist aus haushaltsrechtlichen und anderen rechtlichen, also EU-rechtlichen Gründen nicht möglich, aber andere Kommunen wie München, Münster oder andere Städte in Deutschland zeigen, dass das durchaus machbar ist und möglich ist. Und ich glaube, da muss in Zukunft auf der politischen Ebene wirklich ernsthaft daran gearbeitet werden, eben die Grundstücke an einen realen Ertragswert auszurichten, also die Verwertung oder vielmehr die Entwicklung dieser Grundstücke. Und ich glaube, das ist ein neuer Punkt, der muss ganz prominent in der Diskussion in den nächsten Monaten und Jahren platziert werden, um einfach die Kosten für die Grundstücke so weit wie möglich runterzudrücken, um am Ende dann tatsächlich auch zu einer leistbaren Kostenmiete zu kommen. Das ist der Ansatz, der auch in Teilen auch schon hier in diesem Dossier mit drin ist. Das wollte ich jetzt einfach nur mal so droppen. Horst Ahrens von der Arbeitsgruppe Gesetz des Mietenvolksentscheids, weil Sie nach Neuerungen gesprochen haben. Wir haben erheblichen Ärger, das gilt auch für andere Initiativen, mit den Landeswohnungsunternehmen. Nach unserer Ansicht herrscht da die Philosophie jeder für sich, Gott für uns alle. Und wir sind schwer der Meinung, dass die Politik der 6 Landeswohnungsunternehmen, was die Steuerung ihrer Rahmenbedingungen anbelangt, besser zusammengefasst werden müssen. Wir sind für die Einführung einer Steuerungsgesellschaft, die die Rahmenbedingungen der 6 Landeswohnungsunternehmen festlegt, nach Intervention der Politik. Ein Hintergrund vielleicht noch zur Erläuterung. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass die Landeswohnungsunternehmen pro Jahr 3.000 Sozialwohnungen bauen sollen. Heute sind wir bei dem Stand, also am Ende der Legislaturperiode, dass sie im Durchschnitt 1.300 Sozialwohnungen bauen. Das heißt also, sie haben ein Riesenproblem in Sachen Baufähigkeit und insbesondere Baufähigkeit der Sozialwohnungen. Und das hängt damit zusammen, dass sie nicht bereit sind, sozusagen ihre Kompetenzen und Potenzial zusammenzulegen. Und deshalb sind wir für so eine Steuerungsgesellschaft, die natürlich darauf hinausläuft, dass wesentliche Funktionen der 6 Vorstände der Landeswohnungsunternehmen weggenommen werden. Und das gibt natürlich Ärger. Ich bin Friederike Rohde vom Bündnis Digitale Stadt und ich wollte noch mal ein bisschen was ergänzend sagen zu der Frage, die Sie vorhin ja auch gestellt hatten. Was ist unter anderem das Neue? Und ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung, digitalisierter Wohnungsmarkt, das wird definitiv in den nächsten Jahren noch eine viel, viel größere Baustelle werden, weil wir ja schon jetzt sozusagen eine extrem starke Monopolisierung in diesem Bereich beobachten, dass, ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, eine Wohnung zu finden auf dem Wohnungsmarkt, ohne irgendwie Immobilien-Scout zu benutzen. Und das, was diese Unternehmen machen, also dass sie sozusagen den Zugang zum Wohnungsmarkt hinter einer Paywall sozusagen verstecken, das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und was man eben auch sieht, dass da eben sehr, sehr viele Daten genutzt werden über Mieterinnen, um eben da auch zu analysieren, wie der Wohnungsmarkt sich entwickelt und ja auch die Debatte über die Regulierung des Wohnungsmarktes extrem zu beeinflussen. Also diese ganze Problematik, die wir hier haben, was ja auch schon ganz viel angesprochen wurde heute, dass es eben sehr, sehr starke strukturelle Probleme sind, wie dieser Markt irgendwie organisiert ist, die angegangen werden müssen, die transferiert sich natürlich jetzt irgendwo auch in den digitalen Raum und in den digitalen Wohnungsmarkt. Und das ist, glaube ich, was, wo wir irgendwie als Bündnis Digitale Stadt natürlich auch der Ansicht sind, dass die Politik da in Zukunft ein sehr, sehr starkes Augenmerk drauf legen muss, weil das natürlich die Entwicklung stark beeinflusst.
Und das Thema Diskriminierung hängt damit, glaube ich, auch sehr stark zusammen. Ne? Also wenn man sich irgendwie vorstellt, dass auf eine Wohnungsanzeige 138 Interessentinnen kommen, dann kann man sich und Immobilien-Scout ja auch die Daten analysiert, die ich in meinem Profil habe. Wie viel verdiene ich? Habe ich Kinder und so weiter? In was für einer Gemeinschaft lebe ich? Das ist ja unglaublich. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass auch Diskriminierungsthemen sich durchaus dann auch, ja, auch in diesen digitalen Raum verlagern und da sehr, sehr viele Themen sicherlich auch dann zusammenkommen, die da in Zukunft auch angegangen werden müssen. So, gibt es noch weitere Fragen? Anmerkungen? Ja, ich hätte noch eine Ergänzung. Die Frage nach dem, was ist neu, was ich teilweise in den Beiträgen oder was wölbt sich hervor sozusagen, da ist mir aufgefallen, jetzt nochmal beim Stöbern, wir haben es ja auch druckfrisch in den Händen, das Thema Mietendeckel. Also direkt der Mietendeckel wird hier nicht thematisiert, ja, aber es gibt ja noch andere Themen, wo eine Deckelung der Mieten eine Rolle spielt, zum Beispiel bei Gewerbemieten. Und es ist natürlich klar, dass es da um Gesetzesebenen und so weiter geht, die wir jetzt so direkt hier mit dem Mietendossier nicht ansprechen. Allerdings bedeutet es immer, auf den, auch wenn es sich an die Landesregierung richtet, was wir hier vorschlagen, es sind übrigens nicht nur Probleme, sondern sehr, sehr gute Lösungsansätze. Wir haben es extra so gemacht, dass man versteht, wo kann man ansetzen in bestehenden konkreten Möglichkeiten. Und daraus ergibt sich ja auch die Forderung, ja, es ist machbar. Trotzdem muss auf Bundesebene viel mehr passieren. Ja, der Druck muss von der Landesregierung auch auf die Bundesebene gehoben werden, dass wir in vielerlei Bereichen halt überhaupt mal zu Lösungen kommen. Und bei der Kostenmiete ist es ja ähnlich. Es gibt auch da ist es wichtig, die Kostenmiete als Mietendeckel zu verstehen und sie zu bereinigen, statt sie abzuschaffen, beispielsweise. Das heißt, auch bei schon lange andauernden Themen, die man am liebsten vor 50 Jahren schon hätte verschwinden lassen wollen, damit es keiner merkt, spielen auch neuere Tendenzen oder neuere Forderungen eine ganz große Rolle. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen auf die Frage, was kommt noch sozusagen zum Vorschein. Gut. Falls es jetzt sonst keine weiteren Fragen gibt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, im Dossier sind auch alle Kontakte zu allen Initiativen dabei. Wir als INI-Forum sind auch ansprechbar für irgendwelche Presseanfragen oder Ähnliches. Falls noch Anschauexemplare vom Dossier gewollt sind, stehen wir dafür auch gern zur Verfügung. Und genau, wir sind jetzt sicherlich noch, Wahlprüfsteine sind auch scheinbar schon getroffen, aber wurden auch schon gesagt. Die Wahlprüfsteine werden jetzt auch veröffentlicht. Da werden wir natürlich auch nochmal zu informieren, auch über alle möglichen Verteiler und stehen dafür dann auch zur Verfügung. Da kommt also auch nochmal was. Das heißt, mit dem Mietendossier, jetzt mit der Veröffentlichung heute hier, war es das nicht. Das heißt, wir bleiben da dran. Wir werden da noch eine Kampagne drum stricken mit den Initiativen zusammen. Und genau, ansonsten bedanke ich mich erstmal nochmal bei allen Initiativen und auch allen Vertreterinnen, die heute hier sind. Alle, die da jetzt über fast ein Jahr dran mitgearbeitet haben. An alle beim INI-Forum für die viele Arbeit dafür. Danke für Ihr Kommen und genau, falls jetzt noch Fragen sind, sind wir natürlich jetzt noch hier. Und vielleicht noch eine Anmerkung, nur bezüglich Corona, wer sich noch nicht eingetragen hat, wir haben da vorne Listen und auch da vorne Listen, falls Sie sich noch eintragen könnten, einfach nur mit einer Kontaktadresse, falls denn irgendwas sein sollte. Wir hoffen es einfach mal nicht. Vielen Dank.